So, loslege. Und zwar aus dem einfachen Grund, möchte gerne doch noch hier kommen mit Leg Armor erforschen. Und ich möchte wissen, dass ich das gemacht habe. Und, oh, Comet Helmet? Naja, da muss ich. Aber der Exo Helmet ist fertig geworden. Nur so nebenbei bemerkt. So, den ziehe ich auf. Und dann kommt der Lederhelm hier noch mit rein. So. Na, komm. So, was war mit dem Comet Helmet? Was muss ich da? Hier. Glasscheiben und Rebreather. Ja, gut. Das kann ich machen. Das ist. Die Glasscheiben sind doch hier irgendwo, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Sagen wir mal, eine davon, glaube ich. Oder eine reicht, ne? Rebreather. Ja, da fehlt mir natürlich wieder ein Dingens. Ein Pressure Casing. Und während ich darauf warte, mache ich meinen Schlitten noch leer. So. Das hier kommt da noch rein und das auch. Ich kann das übrigens nicht mit Shift-Click oder so in einen Container reinlegen. Das geht leider nicht. Das wäre sehr schön, wenn das ginge, aber es geht nicht. Es geht nicht. So, den Rebreather, den. Jetzt kann ich den Rebreather bauen, ne? Equipment. Natürlich nicht von hier oben aus. Na, von hier. Ja, jetzt geht's. So, was habe ich gerade, was wurde gerade noch erforscht eigentlich? Ach ja, genau. Das. Ach ja, das. Nee, das wollte ich gar nicht bauen. Ich wollte es nur forschen. Aus dem einfachen Grund. Ich kann von meinem. Ich würde gerne später den. Comet Body Armor MK3 haben, aber den kann ich nicht erforschen. Nee, doch, ich muss es bauen. Verdammt. Verdammt. Ich muss es auch bauen, wenn ich den haben will, weil das hatten wir ja schon mal, dass ich die vorherigen Schritte der gesamten Rüstung vorher haben musste. Molder out of range. Ja, dann brauche ich nur auch noch mal eine Scheibe. Oder? Oder war das jetzt verschwendete? Nee, ne? Mit Helmet. So. Naja, die Scheibe ist richtig.
So. Und natürlich kommen die Kristalle jetzt größtenteils hier rein. Größtenteils halt heißt bis auf die weißen. So. Also. Natürlich, viele Weiße bleiben natürlich drin, ist auch klar. Also ich habe bald nichts mehr zu erforschen, Leute. Das geht doch nicht. Komm, ich forsche das noch. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Und weißt du was? Das Aquapack einfach auch. Einfach weil ich es kann. Obwohl. Ach, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es im Forschungskrieg. Da bleibt's. Da bleibt es. Die restliche Kohle kommt übrigens hier noch mit rein. So. Ich glaube, die Schwefelsäure mache ich hier rein. So in der Art. Obwohl, eigentlich nein. Logischerweise wäre sie besser hier aufgehoben. Ist ja eine Verbindung. H2SO4. Und jetzt mache ich das da noch rein, während das ganze Zeug im Forschungskrieg abgearbeitet wird. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich dann auch hier Comet-Zeug MK2 mal forschen. Das ist doch hier jetzt der normale. Ich will es ja nicht abbrechen, ich will nur wissen, was es ist. Sei mal nicht so übersensitiv, ja? Nein, das ist der falsche. Hier kommt jetzt noch eine Zündkerze rein. Davon habe ich mittlerweile ja genügend. Moment. Nee, das kann, muss ich noch bauen jetzt, ne? Den Combat Helm. So. Die hier werde ich gleich noch mal auskippen. Naja, soweit möglich. Und wenn es nicht möglich ist, dann werde ich daraus eben auch noch Schwefelsäure herstellen. Mir damit die Eimer sparen. So. Das funktioniert doch. Jetzt muss ich die Schwefelsäure nur noch einlagern.
So, jetzt kann ich hoffentlich die Comet Armor MK2 erforschen, oder? Sollte ich zumindest. Sag ich eigentlich noch? Ja, ich hab noch was. Das hier kann auch hier bleiben. Okay. Jetzt sollte ich doch kommen mit. Doch, hier unten ist es. Das brauche ich dafür. Ilonite Bar. Zumindest den Comet Body Armor kann ich auf jeden Fall mal forschen und herstellen. Ja, oder? Der ist ja schon. Ja. Vor allem hat er sehr viel höhere. Sehr viel mehr Licht als mein Metal-Zeug. Okay, es braucht auch sehr viel mehr. Braucht auch sehr viel mehr Energie, ne? Das ist das Einzige, was daran so ein leichtes Nachteil ist. Da brauche ich Illonite Bars. Dann mache ich die mal. Was fehlt mir da? Ach so, ich muss nur näher am Ding sein, oder? Ja, genau. Ich mach mal 10. So. Ist da was? Das breche ich mal ab. Ich muss aufpassen, von dem nicht zu viel zu verbrauchen. Es braucht ja immerhin 4 Stück. Da kann ich jetzt nur noch mal. Das hier kann ich noch mit erforschen. Dann ist mein Vorrat an Illonite erschöpft. Dann ist mein Vorrat an Illonite erschöpft, wenn ich dann. Naja, gut. Ich könnte natürlich immer noch mal. Okay, ich könnte noch. Wisst ihr was? Ich mache einfach noch mal welches. Ein bisschen. Noch mal 10. Ach komm, noch mal 10. Dann können wir auch das, auch die Leg Armor erforschen. Ja, das wird eine Forschungsfolge anscheinend. Es wird anscheinend eine Forschungsfolge. Wobei ich hab auch eigentlich noch vor, an das Ding zu gehen. Ans Relic Gate. Aber hey. Wenn ich vorher ein bisschen forsche, schadet das ja nichts. Ganz im Gegenteil. So, da lege ich jetzt auch den Illonite Bar dazu. Bitte. Danke.
Oh, und wir haben schon Nacht wieder. Das ist ganz praktisch, dann kann ich mal schlafen. Währenddessen wird, glaube ich, weiter geforscht, ne? Ja, das Ding ist fertig geforscht. Aber ich gerade gerade. Es sieht fast so aus, als würde das nächste fertig erforscht und das nächste einfach nicht. Egal, was ist. So sieht es gerade ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich meine, denkbar wäre es. Ich stelle davon mal eins her und nochmal fünf Glowtorches her. Nur mal so, weil ich es kann. Aber was ich auf jeden Fall ebenfalls kann, ist jetzt meinen Combat Body Armor MK2 herzustellen. Der hat ein bisschen den, ist ein bisschen, hat auch Nachteile gegenüber dem Metal Armor, muss ich ja zu stark definitiv zugeben. Der hat ja nun Attack um 10 erhöht und der hier um 25. Das ist natürlich ein Nachteil, aber was das Licht angeht allein schon. Und die Heilung ist auch besser. Aber das Licht, vor allem das Licht. Das reißt es absolut raus. So. Was das angeht, ging das nochmal? So hier? So hier? Ja, so. Na, komm. So, das restliche Eisenerz kommt hier rein. So. Alles klar. Dann wäre das erledigt. Obwohl ich fast noch was hätte, was ich noch erledigen würde. Nur eine Kleinigkeit. Ja, die Kugeln hier nehmt mal wieder mit, ja. Jetzt, wo ich. Ich weiß nicht, wisst ihr was? Ich mach das hier nur. Mach das hier nur. Überrüstungen. Sollzeug habe ich ja nur mal gehabt, weil ich Dingens bauen wollte. Die nächste Stufe vom Assault Armor. So, Combat-Zeug kommt hier natürlich auch mit rein. Hier bleiben einfach erstmal nur Rüstungen. Und das restliche Licht kommt hier mit rein. Vor allem das, was. Nein, hier, nee, hier kommt nur das Licht, das man als Möbelstück bezeichnen könnte, rein. Also das, was dann hinhängt und so. Oder? Kann man Glowstick als. Das. Nee, das sind keine Flares, ne? Nee. Das sind. Die hängt man auch auf, oder? Ach komm, die Taschenlampe schmeiße ich einfach auch mit rein. Das wäre das Einzige, was da nicht reinpassen würde von Licht. Es ist das einfach Möbel und Licht. Punkt.
Jetzt habe ich nur noch eine Sache. So. Nur falls ich doch mal nochmal auf ein bisschen. Falls ich doch nochmal auf ein bisschen Gas treffe. Wo wir gerade von Gas sprechen. Das wollte ich ja, habe ich ja schon mal gefragt. Und ich weiß es bisher noch nicht. Wow. Ist das eine eindrucksvolle Leuchte oder was? Da muss ich schon ganz rauszoomen, um nicht, um zu sehen, wo es aufhört. Aber ich wollte gerade noch mal überprüfen. Wie das hier aussieht. Mit dem Gas. Ich hatte hier unten in meiner Höhle doch einige Gaspflanzen, die bisher, wo bisher noch nie Gas dran war. Da würde mich jetzt mal interessieren. Ja, komm schon. Kommt das noch, oder? Also da ist nichts dran. Da steht aber eine Kiste hinter, ne? Ja. Und sprengt die Pflanze auch gleich mit weg. Da muss ich mich darum schon mal nicht mehr sorgen. Nee, aber keine der Pflanzen, an denen kein Gas dran war, hat Gas dran bekommen. Also, ich weiß nicht. Könnte sein, dass es doch irgendwie, dass sie doch irgendwie spawnen, entweder mit Gas spawnen oder nicht mit Gas spawnen. Könnte möglich sein. Ich weiß es nicht. Das war alles. Mehr wollte ich ja gar nicht. Und irgendwie ist es gerade nicht besonders flüssig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich schon eine Weile am Aufnehmen bin oder so. Oder ist irgendwas im Hintergrund vielleicht gestartet? Ungeplanterweise. Oder liegt es an der immensen Lichtpower? Man weiß es nicht. Aber es bedeutet, dass ich gleich mal überprüfe, was im Hintergrund los sein könnte. Dann habe ich wenigstens in der nächsten Folge, werde ich dann wenigstens direkt gleich losgehen. Direkt hoffentlich mein nächstes Ding ins Büro Juri fallen, dann wäre das wirklich nicht schlecht. Komm, weg damit. Weg damit. Ja, das wird beim nächsten Mal hoffentlich pyorifrei. Aber jetzt war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns diesen Planeten nochmal weiter anschauen und vor allem das Relic Piece purifieren. Das wird interessant. Und dann bin ich gespannt, was das dritte Tor von uns erwartet. 1 Million Titanium oder so. Oder 1 Million rote Kristalle. Ja. Wir werden es sehen. In einer der nächsten Folgen von Dark Out.
Ciao.